Ja, liebe Linda, lieber Mike, herzlich willkommen hier auf der Bühne. Ich freue mich, mit euch sprechen zu dürfen, auch wenn es eigentlich unhöflich ist. Eigentlich müsste man Ladies First machen, aber Mike, ich fange jetzt mit dir als Produktmanager mal an. Ja, unser neues Business Reporting, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass das durchaus eines der größten Investitionen in der Produktherstellung so der letzten Jahre ist. Erzähl uns doch einfach mal, welche strategischen Überlegungen uns dabei geleitet haben, hier ganz neu anzufangen mit der Entwicklung, nicht nur irgendeine Evolution zu haben, sondern wirklich ein neues Produkt zu schaffen. Ich muss erst mal kurz innehalten. Vielen Dank, Fabian, übrigens. Und einmal tief Luft holen. Schöne Szene hier übrigens. Vielleicht jetzt nicht Luft holen der Aufregung wegen. Aber ja, als Produktmanager eines der größeren Investitionen der letzten Jahre, kann man sagen, begleitet zu haben, erfüllt mich ein kleines bisschen auch mit Stolz. Jetzt nicht für mich persönlich, sondern für Diamant insgesamt und für jeden einzelnen Diamanten, der mit Herzblut, jeder einzelnen Codezeile, jedem einzelnen Test, jeder einzelnen Folie, die wir gemeinsam erstellt haben, dazu beigetragen hat, dass wir heute das Business Reporting auch mit der Diamant 4 launchen können. Da ist heute gleichzeitig einmal innehalten angesagt für mich, weil ich mich sehr darauf freue. Und gleichzeitig ist das natürlich auch mit Aufregung etwas verbunden, wenn wir einen so großen oder so großes Event heute mit dem Launch begleiten. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Fabian. Wir haben seinerzeit vor zweieinhalb Jahren damit begonnen, unser neues Business Reporting zu konzipieren. Und für uns war relativ schnell klar, wenn wir die Anforderungen, Ihre Anforderungen der letzten Jahre hier bewerten, dann lohnt es sich nicht, das schöne Fahrzeug, was wir haben, neu anzustreichen, einen neuen Lack drauf zu machen. Hier müssen wir von vorne anfangen. Und da haben wir es strategisch verankert, seinerzeit zu sagen, wir geben der Diamant strategisch nochmal einen Controlling-Push. Heiko, unser CEO, hat es heute Morgen kurz eingeleitet. Wir wollen uns auf Datenanalyse konzentrieren. Ich meine, wer will jetzt noch manuell Daten zusammensammeln, um Reporting zu betreiben? Das macht ja eigentlich keiner mehr. Ja? Und so haben wir gesagt, das müssen wir strategisch noch etwas mehr verankern. Wir wollen noch mehr unsere Kunden, Interessenten, die dies werden wollen, im Controlling unterstützen. Und so sind wir dazu übergegangen, entsprechend ein neues Produkt zu kreieren, from scratch, von der grünen Wiese aus. Ja. Super, das klingt vielversprechend und ist genau der strategische Weg, den du gerade auch aufgezeigt hast. Aber was heißt das denn konkret? Was ändert sich für Bestandskunden möglicherweise? Worauf dürfen sich neue Kunden freuen, wenn sie in den Genuss unseres Business Reportings kommen? Also zunächst, es ist alles anders und es ist alles neu. So, da braucht man keine Angst vor zu haben. Was heißt das? Machen wir ein bisschen Fleisch an die Knochen. Wir haben vielleicht, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, waren Sie 2019 im Herbst bei unseren Thementagen mit dabei. Da haben wir unsere kleine Deutschland-Tournee gehabt. Ich glaube, es waren 6 oder 7 Termine. Und dort hatte ich die Gelegenheit, die ersten Ideen zum Business Reporting vorzustellen. Und dann gab es natürlich Ihr Feedback. Es gab das Feedback unserer Netzwerke, unserer Partnernetzwerke. Es gab das Feedback unserer Consulting-Netzwerke. Und all dieses Feedback haben wir zusammengenommen und dann darauf aufbauend mit Ihrer Hilfe. Vielen Dank, nebenbei bemerkt dafür, dieses Business Reporting praktisch konzipiert und jetzt auch entwickelt. Und ich könnte jetzt noch 4-5 Stunden, wir könnten den ganzen Tag über das Business Reporting sprechen, würde ich auch wahnsinnig gerne machen. Jeder, der mich kennt, weiß, da muss ich mich dann auch mal ein bisschen bremsen. Aber um mal 2 Highlights zu nennen, die ich, ohne jetzt auch Inhalte von Linda vorwegzunehmen, aber 2 Highlights, die möchte ich hier herauskristallisieren oder Ihnen etwas näher bringen auf der Vogelperspektive. Erstens Self-Service. Kennen Sie alle, ist auch mittlerweile schon sehr plakativ der Begriff, kommt eher als Bullet Point auch überall vor. Self-Service, was bedeutet das eigentlich? Ich sage, und Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind jetzt rein zufällig, ich sage, dass die Erika, die 40, 45 Jahre Erfahrung im Rechnungswesen hat, und die Sophia, die gerade frisch von der Uni kommt oder aus der Ausbildung kommt, dass beide Personen und auch alle, die dazwischen liegen, demnächst mit dem Business Reporting selbst Inhalte schaffen können. Und ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich sage, 10 Minuten E-Learning, Viertelstunde E-Learning reicht aus, um hier die ersten Schritte selber tun zu können. Wer will noch in der Entwicklung nachfragen? Wer will sich noch einen Report programmieren lassen? Keiner. So, das kann man ganz einfach auf diesen Punkt bringen. Und wir halten diesen Self-Service-Gedanken hier extrem hoch. Es soll einfach sein, für jedermann hier auch zu individuellen Inhalten zu kommen. Das ist Punkt 1.
Habe ich noch eine Minute? Ja, habe ich noch. Ne? Eine Minute hast du bestimmt. Eine Minute habe ich. Der zweite Punkt ist, wir mussten jetzt, und da wussten wir im Übrigen vor 2 Jahren noch nicht, auch als wir mit Ihnen darüber gesprochen haben, wussten wir nicht, dass dieses Thema jetzt extrem aktuell und auch akut wird. Stichwort Kollaboration. Wir haben alle leidvoll erfahren müssen, leider in den letzten 12 bis 14 Monaten, wie wichtig das ist, auch zusammenzuarbeiten, wenn wir uns nicht am Schreibtisch gegenüber sitzen. Es ist so, Fabian, wenn wir sind im Controlling und ich will dir einen Bericht geben, ich kann ihn jetzt natürlich schlichtweg nicht ausdrucken als PDF und ihn dir auf den Schreibtisch legen. Mal abgesehen davon kann man immer die Frage stellen, ist das jetzt noch die allermodernste Form, Informationen weiterzugeben? Sie sind herzlich eingeladen, die Frage für sich selbst zu beantworten. Nichtsdestotrotz haben wir in das Thema Kollaboration entwickelt, Stichwort Kommentierungen von Berichten. Das wird demnächst so laufen. Wir haben einen schönen Report in der Diamant 4. Ich kommentiere ihn für dich, schreib in einen Kommentar, @Fabian, hier, ich habe einen Kommentar für dich, speichere das. Fabian wird eine E-Mail, eine Notifikation bekommen, Link zum Bericht, klick drauf, kommt zum entsprechenden Kommentar, kann darauf antworten. Und wir haben so ein bisschen Anleihen von Social Media gemacht, das kennen Sie. Sie können, das ist jetzt wie bei uns im Chatverlauf auch, ja. Da habe ich gerade auch schon gesehen, da gibt es dann das @Zeichen und dann werden die User, die Zuhörerinnen und Zuhörer geaddet quasi. Und so kommt man in eine Form des kommunikativen Flows und das haben wir übertragen auf unser Berichtswesen. Sehr schön, ja, so macht das Spaß, würde ich sagen, ne? Und Arbeit soll ja auch Spaß machen an der Stelle. Du hast schon erzählt, es ist jetzt ein Projekt, was wirklich 2 Jahre lang auch entwickelt wurde und da darf man mit Stolz drauf blicken. Wie geht es denn jetzt weiter? Ist es jetzt fertig oder was machst du ab morgen? Ja, was mache ich eigentlich morgen? Nein, das ist natürlich nicht, also es ist fertig. Wir haben jetzt einen tollen Launch, ein super Produkt geschaffen, dank Ihrer Hilfe. Es ist insofern vielleicht aber nicht final, als dass unsere treuen Kunden, die uns vielleicht sogar schon viele Jahrzehnte begleiten, 4 könnte man uns ja schon begleiten, wenn man will, wir werden es in gewohnter Manier einfach weitermachen. Wir entwickeln unsere Produkte natürlich ständig weiter. Dank Ihrer Anforderungen, dank Ihres Feedbacks, und das ist im Business Reporting nicht anders. Wir haben ein exzellentes Produkt jetzt für Sie geschaffen. Allerdings werden wir das auch evolutionär weiterentwickeln. Das ist gar keine Frage. Hierzu freuen wir uns natürlich auch auf Ihr geschätztes Feedback, wenn Sie denn demnächst auch die Diamant 4 inklusive des Business Reportings auch nutzen werden. Sehr schön. Ja, wir hatten ja eben unsere Kollegen Martin und Christian auch da. Die haben viel über künstliche Intelligenz erzählt. Erzähl vielleicht noch ganz kurz dazu was, inwiefern das auch im Zusammenhang mit dem Business Reporting steht oder auch in der Weiterentwicklung stehen wird. Ja, wir werden auch jetzt sogar schon mit dem Launch und für Sie dann auch in den nächsten Quartalen hier KI mit reinbringen ins Business Reporting. Aber jetzt, wir machen nicht lineare Regression, ein bisschen Statistik, wir machen richtig KI. Und das Erste, was wir Ihnen anbieten werden nach dem Launch, ist etwas Richtung Predictive Analytics. Sie werden also Ihre gewohnten Kennzahlen, die Sie immer reporten, anreichern können mit einer KI-gestützten Fortrechnung. Allerdings, und das ist, glaube ich, ganz besonders wichtig, wir umschreiben das hier auch mit dem Begriff oder ja mit dem Terminus KI erlebbar machen. Was bedeutet das? Sie bekommen nicht nur einfach eine Fortrechnung Ihrer Kennzahl, so entwickelt sich das, sondern auch noch eine KI-gestützte Erklärung, dass auch der in Anführungszeichen weniger erfahrene KI-User mehr Vertrauen ins System erhält, weil er eine Erklärung bekommt, warum diese Kennzahl steigt, fallen wird. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass wir Ihnen auch hier Richtung KI etwas anbieten können. Top, super, Mike. Und vielleicht noch ein Punkt, weil du sagtest, was mache ich eigentlich ab morgen? Das nächste große Ding, wenn man so will, innerhalb des Controllings wird dann auch die Planung sein. Da können wir uns auch schon drauf freuen. Wir werden jetzt das Thema Planung angehen. Das ist für viele von Ihnen auch sicherlich hochinteressant im Rahmen des Controllings. Und da können Sie sich dann auch drauf freuen. Das ist noch nicht ganz spruchreif, aber das wird praktisch, wenn Fabian mich so fragt, was mache ich ab morgen? Ab morgen mache ich Planung. Ja, die Spannung bleibt. Sehr schön. Danke dir, Mike, dass du heute hier bei uns bist. Linda, schön, dass auch du da bist. Linda, du bist nicht nur Buchautorin, wenn ich das gerade nochmal erwähnen darf, für uns bei Diamant Software schon gewesen, sondern du bist Product Ownerin. Und naja, ich glaube, das ist eine Berufsbezeichnung, die jetzt nicht jedem sofort einleuchtet. Kleiner Hinweis von mir schon mal, das hat ja auch was mit agiler Entwicklung zu tun. Vielleicht erzählst du uns einfach mal, ja, was macht eine Product Ownerin und ja, was hat das mit agiler Entwicklung zu tun? Ganz genau.
Also ein Product Owner oder eine Product Ownerin, das ist quasi eine Rolle in der agilen Softwareentwicklung. Als Product Ownerin führe ich ein Team aus fachlicher Sicht. So ein Team, das besteht immer aus 6 bis 8 Entwicklern, also zumindest bei uns bei Diamant. Mhm. Und mit diesem Team, da arbeite ich Features aus, begleite das bei der Implementierung und teste das dann auch mit Kunden nachher in der Markterprobung. Und bei uns ist es so, wir haben 7 dieser Entwicklerteams und jedes Team hat einen fachlichen Schwerpunkt. Jetzt, so in den letzten Monaten, waren bis zu 3 Teams mit unserem Business Reporting beschäftigt. Wow, das ist schon eine ganze Größenordnung an Entwicklern, die auch dahinter steckt. Ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann bist du gewissermaßen das Bindeglied zwischen Mike als Produktmanager und unseren Entwicklern, den Teams, die dann agil wirklich Codezeilen schreiben und entwickeln, dass wir eine tolle Software bekommen, richtig? Ja, ganz genau. Ja, okay, sehr spannend. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass man da auch nochmal einen kleinen Einblick bekommt. Vielen Dank dafür. Ja, Mike hat schon einiges erzählt zu den strategischen Überlegungen unseres Business Reportings. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen konkreter machen, vielleicht sogar in Funktionen zum Teil. Was ist konkret neu? Genau, also wir haben ganz viele neue Funktionen geschaffen, die kann ich jetzt hier auch gar nicht alle aufzählen, deswegen würde ich einfach mal eine kleine Auswahl nennen. Und da fällt mir als erstes der Report-Profil-Editor ein. Und zwar damit können die Anwender quasi die Zeilen und Spalten eines Reports definieren. Und wie Mike eben auch schon gesagt hat, da haben wir besonders auf die Usability, auf das Handling geachtet, also dass das sehr einfach einzurichten ist, dieser Self-Service-Gedanke dahinter. Also ein Anwender, der braucht kein technisches Know-how, der muss die Datenbankstruktur nicht kennen, der kann quasi direkt damit starten. Also das war uns besonders wichtig. Ein anderer Punkt, das ist ein Punkt, den haben Kunden ganz häufig in der Vergangenheit genannt, dass sie das benötigen, und zwar sind das mandantenübergreifende Berichte. Das heißt, jetzt als Beispiel könnten unsere Anwender ihre Mandanten in die Spalten steuern und hätten damit einen Benchmark-Vergleich. Was wir auch verbessert haben, ist der Drilldown. Also es gibt einen durchgängigen Drilldown, sowohl in der Kostenrechnung als auch in der Finanzbuchhaltung. Ich kann von einem Wert weiter drillen bis auf Belegebene. Und zuletzt, das hat Mike eben auch schon genannt, die Kommentare in den Reports. Also zum einen können Kommentare zu einem gesamten Report erfasst werden, irgendwie als Fazit oder Zusammenfassung oder zu einzelnen Werten, sodass da nochmal einfach Informationen mitgegeben werden können. Super, das klingt total toll. Ich durfte es ja auch schon selber testen und bin selber echt begeistert, was ihr da geleistet habt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und vielleicht, um das nochmal so auf den Punkt zu bringen, das heißt, der Anwender selber, der wird keine Hilfe mehr unbedingt brauchen, sondern jeder mit allen Möglichkeiten der Vorbildung werden selber ihre Abfragen gestalten können. Das ist unser Anspruch und auch das, was möglich ist, wenn ich es richtig verstehe, ne? Genau, das ist die Idee dahinter und das wurde uns auch schon von Kunden bestätigt, kann ich sagen. Also die sind ganz begeistert von diesem einfachen Handling der Usability, ja. Super, genau. Stichwort Kundenfeedback ist heute auch schon an vielen Stellen gefallen, dass das in einer agilen Entwicklung ganz besonders wichtig ist, dass wir nah beim Kunden und schnell beim Kunden sind. Welche Erfahrungen haben wir da rund um das Business Reporting jetzt gemacht? Wie läuft das eigentlich ab, dieser Prozess eben auch da der Markterprobung? Also genau, wir testen das mit Kunden innerhalb einer Markterprobung. Das läuft so ab, wir stellen den Kunden eine Testumgebung bereit mit ihren Daten. So, und in dieser Umgebung können Sie dann halt die neuen Funktionen testen. Das ist dann parallel zu Ihrem Produktivsystem. In der Zeit sind wir immer im intensiven Austausch mit den Kunden, sammeln Feedback ein, werten das, gegebenenfalls setzen wir auch schon was um. Und in dieser Markterprobung, das kann ich ja auch mal berichten, da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, das kam sehr gut an, dass Sie Feedback gegeben haben. Und teilweise war das dann sogar 2 Wochen später umgesetzt und beim nächsten Update konnten Sie diese Funktionen dann schon testen. Ja, und an der Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei den Kunden bedanken, die so ein großes Engagement gezeigt haben während der Markterprobung. Und ich glaube, das hat die Software auch nochmal ein ganzes Stück weitergebracht, ihr Feedback. Sehr schön. Ja, das kann man nur unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Und ja, man sieht das Glänzen in deinen Augen. Man ist stolz an so einem Tag wie heute, denke ich mir. Wenn du nochmal zurückblickst auf diese, starke Entwicklungsarbeit und gerade du so als Schnittstelle eben auch zwischen diesen Bereichen, wie wir eben gesagt haben, worauf bist du besonders stolz oder was war vielleicht auch so die größte Herausforderung im Rückblick? Ja, da fallen mir auch wieder einige Dinge ein. Also eine Herausforderung, würde ich sagen, war diese technische Basis zu schaffen. Also das weiß ich noch, da haben wir viele Runden gedreht, viele Diskussionen. Und zwar die Herausforderung da war, wir wollten eine stabile technische Basis auf der einen Seite, die auch die nächsten Jahre halten soll, und auf der anderen Seite aber größtmögliche Flexibilität innerhalb des Reportings und auch für uns, dass wir später noch leicht weitere Funktionen hinzufügen können. Also da haben wir einige Runden gedreht, sage ich mal, aber ich glaube, das ist uns gut gelungen. Und Highlights habe ich natürlich auch einige. Also das ist zum einen
sind das die Kennzahlen, die wir geschaffen haben. Wir können sowohl Kennzahlen aus der Finanzbuchhaltung als auch aus der Kostenrechnung auf Dashboards steuern. Wir liefern im Standard ein Management-Dashboard aus. Da sind dann irgendwie Stakeholder-gerechte Informationen enthalten. Das können die Anwender dann auch nochmal anpassen. Also das ist definitiv ein Highlight für mich und ja, die Kommentare auf den Reports einfach, was Mike eben schon sagte, dieses ganze Thema Kollaboration, was wir damit adressiert haben. Vor allem im Moment, das kennen wir intern, das werden unsere Kunden auch kennen, dass im Moment viele Mitarbeiter im Homeoffice sind und da ist die Frage, wie kontaktiere ich jetzt meine Kollegen? Und da wollten wir einfach eine sehr gute Lösung für schaffen. Ich glaube, das ist uns mit der Lösung gelungen. Ja, das kann ich uneingeschränkt unterschreiben. Das ist euch wirklich gelungen und ein ganz herzliches Dankeschön. Auch von mir als jemand, der sozusagen marktnah ist, das Produkt gerne draußen berät, vertreibt und es ist wirklich eine tolle Sache. Es macht einfach Spaß. Einen ganz herzlichen Gruß an alle Entwickler auch, die heute uns zuschauen. Es ist ja auch euer Werk, das so gemacht zu haben. Eine ganz tolle Sache. Ja, und wenn ich es richtig sehe, auch ja, für dich geht es jetzt weiter mit Kundenfeedback, weiter einsammeln. Jetzt geht das Ganze auf die Straße im großen Einsatz und da werden tolle Dinge bei rumkommen. Dankeschön.